Wir brauchen das Fahrzeug brauchen wir zurzeit als Pikettfahrzeug, als Servicefahrzeug, aber auch zum Anhänger ziehen, zum Ausliefern, zum Sachen in die Malerei bringen, auf die Baustelle bringen, zurückfahren. Es ist eigentlich überall einsetzbar. Kilometer sind, wie viele Kilometer wir fahren, war ein zentrales Thema, das wir vorher angeschaut haben. Wir haben deutlich geschaut, wie viel fahren wir durchschnittlich mit einem Fahrzeug. Wir haben klar gemerkt, dass die 320 Kilometer, die angegeben sind auf dem Fahrzeug, länger. Dass es nur ein Ausnahmefall mehr ist. Wir sind so bei 100 Kilometer vielleicht im Schnitt. Und somit haben wir eine optimale Reichweite mit diesem Fahrzeug. Ja, wir haben einen Jumpy bestellt, ohne zu sehen. Also wir haben ihn als Jumpy kennt, aber nicht als E-Jumpy-Variante. Wir sind ihn nie gefahren. Er war noch nicht lieferbar, als wir ihn bestellt haben. Er war aber ganz klar der Einzige, der eine Anhängerlast hatte, der vernünftig war. Kombiniert mit einer starken Batterie, mit einer 75 kW Batterie und eine Ausstattungsmöglichkeit ohne Elektroschnickschnack. Was für einen Handwerker denke ich, noch wichtig ist, dass er sich nicht muss in elektronischen verlieren muss. Bei Citroën hat man eigentlich mit den 320 km, mit dem Anhänger vielleicht 220 km, mit der Anhängerlast ein Fahrzeug gefunden, das dem entspricht, was wir als Anforderung brauchen. Es ist ein tolles Fahrzeug zum Fahren. Ich bin ehrlich begeistert von diesem Fahrzeug. Es fährt sich wirklich wie ein Sportwagen, es fährt sich nicht wie ein Lieferwagen. Man hat dann das Gefühl, man hat irgendein Rennwagen unter dem Viertel. Ja, es macht Spass, mit dem rumzukurven. Und, ja, die Reaktionen der Leute sind auch spannend in der Stadt. Gerade wenn man in der Innenstadt durch die Fußgängerzone fährt, sehr schön für die Nase, denken, oh, Benziner. Und er ist ja gar keiner. Wir sind von Bern aus sind wir bereits im Jura mit ihm, wenn man unter dem Jura anfängt. Wir sind bereits auf Genf, Biel natürlich dazwischen. Wir sind aber auch auf Lausanne, wir sind auf Sion, Visp, Thun, Luzern, Zürich, Basel. Das ist der Radius, wo wir mittlerweile mit dem E-Fahrzeug gefahren sind. Ich bin Jan Canen von Canen Metallbautechnik AG aus Ostermundigen bei Bern. Wir sind begeistert, mit dem E-Jumpy Tag für Tag umzufahren.